Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin total geflasht. Wir sind ja bei Konstantin gelandet und bei Konstantin hat sich dann offenbart, dass er den Malikor hat, also das Blut war schwarz und dass er sterben wird und wir wollten ja eine Heilung finden. Dann haben wir gleichzeitig ja erfahren und ihm auch erzählt, dass wir gar nicht seine Cousine sind und dass wir ja von einer Eingeborenen abstammen und aber dann geschah Meuterei. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Auf einmal ist Kurt hineingekommen mit der ganzen Groschengarde und hat versucht, uns erstmal zu erschießen. Und dann haben wir uns gegen Kurt gestellt. Und dann kam ein Zweikampf, in den ich sofort verloren habe. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe nur gesehen, dass rechts die Missionen von Kurt auf einmal als Fehlschlag angezeigt wurden. Und ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß nicht, warum. Es kann sein, dass wir vielleicht erst kurz Aufgabe erledigen müssen, bevor das passiert, oder es passiert im Allgemeinen. Ich weiß es nicht. Das sah aus wie Verrat von Kurt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, weil ich finde das ziemlich blöd, vor allen Dingen, weil ich halt nicht weiß, warum. Wenn ich wenigstens es wüsste, dann könnte ich sagen, okay, ich nehme diese Entscheidung jetzt so hin. Aber keine Ahnung. Ich habe einen Speicherstand noch, bevor ich zu Konstantin gegangen bin, also wo ich gerade halt das Gebäude betrete und bevor ich halt nach oben renne und ihm das erzähle und er uns dann halt offenbart, dass er krank ist. Und da werden wir wieder ansetzen und wir werden diesmal nicht zu Konstantin gehen, sondern wir werden jetzt erst die Sache mit Kurt erledigen, also erst mit Petrus und danach die Sache mit Kurt mit der Groschengarde. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass das was damit zu tun hat. Okay. Oh. Macht mich ja ganz wahnsinnig hier. Ich muss ja eben den Ding jetzt nehmen hier. So, ich würde ja, diesen Spielstand würde ich gerne laden. Das macht mich das ja. Pff. Das ja. Ich bin vollkommen geflasht. Entschuldigt, ich musste gerade noch mal. Ne, hier werden wir definitiv nicht reingehen. Definitiv nicht. So. Genau, wir werden die Sache mit Petrus erledigen. Krass. So. Mein Gott, so viel zu erledigen wieder. Finde das Expeditionslager der Gelehrten. Ja, genau. Da müssen wir hin. Wir machen erst Petrus Aufgabe. Dann mache ich. Wie krass! Oh, ich kann noch mehr machen. Fällt mir gerade auf. Ich habe kann hier. Hier habe ich Punkte. Drei, ne? Was ist das hier? Blitzschritt. Und das hier? Schattenexplosion. Stößt alle Feinde um den Wirkenden zurück und fügt ihnen Magieschaden zu. Oh ja. Kosten 2 Punkte, nehme ich im Kauf. Dann nehmen wir hier nochmal ein. Super. Upsala. So, hier habe ich auch ein. Das ist Kraft. Ich habe Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer. Beweglichkeit. Ich weiß nicht. Ich nehme mal ein auf Kraft. Talente habe ich hier? Nein, hier habe ich gar nichts. Okay. Gut, muss es auch geben. Ich bin total geflasht, ehrlich, ich komme darauf nicht klar.
Ich weiß nicht, was passiert ist. Das hat was mit Sicherheit mit der Groschengarde zu tun. Ich kann es mir einfach nicht anders erklären. Es ist falsch. Ich falle immer wieder auf diese blöde Kirche rein. Ach mein Gott, das Ding ist immer noch nicht abgenommen. Ehrlich, es ist traurig. Puh. So, wir können da oben mit... Ach ja, wir können mit ihr reden, klar, aber wir müssen sowieso nach oben. Als Bedienstete kleiden. Wie sollen wir das denn anstellen? Wir müssen ja erstmal da irgendwie hinkommen. Man kann noch weiter nach oben gehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Wird schon klappen. Sieht ja unheimlich aus. Was ist denn mit den Leuten los? Die gucken alle so komisch. Oh. Notiz eines Dienstboten. Eure Eminenz, wir haben den Raum im Keller neu arrangiert, ganz wie ihr befohlen habt. Der Schaden, den die Gäste der Exzellenz angerichtet haben, war beträchtlich und wir mussten leider die stark verschmutzten Teppiche auswechseln. Ich hoffe, dass die neuen Teppiche nach eurem Geschmack sind. Ich habe mich wie immer darum gekümmert, dass der Schlüssel zum Raum auf eurem Schreibtisch liegt. Mhm. Ist aber kein Schreibtisch. Warum ist das immer alles so unordentlich bei denen? Ist kein Schreibtisch. Sieht auch nicht nach Schreibtisch aus. Müssen wir wieder nach unten. Okay, hier ist es unheimlich. Ja, jetzt müssen wir nach unten. Unten, 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 unten. Mein Gott, gleich habe ich's. Irgendwas ist hier noch, nebenan. Die beten gerade. Naja, so richtig verkleiden musste ich mich jetzt nicht, ne? Vielleicht, weil sie gerade am Beten sind oder so, ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt auf jeden Fall nach unten, in den Keller. So, die Frage ist jetzt nur, wie kommt man in den Keller? Falsche Tür. Ja. Da ist noch ein Raum. Der ist verschlossen. Da komme ich gar nicht durch. Dann habe ich ja nur noch den. Das sieht doch schon mal gut aus. Dienstbotengang. This area of the palace is forbidden to visitors. By order of the Mother Cardinal. We did not know. Please, excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. Bequem, ich brauche eine bequeme Weste. Okay, hier ist nichts, ich dachte. Toll. Wie soll ich die denn jetzt kriegen? Mal, ob man hier vielleicht doch noch mal irgendwie was findet. Okay, hier ist nichts.
habe ja auch mit Sicherheit keine. Hier ist auch nichts. Scheiße. Ich verstehe immer noch nicht, warum Kurt uns Kurt. Ich sag Kurt, weiß ich nicht. Warum? Boah, es sah gerade aus, als wenn die. May the Enlightened bless you. Okay. Kann man nicht einfach irgendjemanden überfallen und dem die Sachen klauen? Ich habe keine bequeme Weste, das weiß ich ganz genau. Ich gucke trotzdem aber mal nach. Das sah nicht gut aus. Nee. Bequeme Weste. Pass auf. Wir gehen jetzt nach draußen und kaufen die Dinge einfach. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Kann man nicht mit ihm auch vielleicht reden? Irgendwie überreden oder so, dass ich mich jetzt nicht verkleiden müsste. Aber das wäre echt doof. Hier ist keiner mehr. Ach, da ist er. Vielleicht geht das auch so. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, aber ich versuche es. Oh. This area of the palace is forbidden to visit. We did not the basement. Very well. Nee, ich kann ihn auch absolut nicht ansprechen. Hm. Müssen wir eine bequeme Weste kaufen. Ich dachte, wir könnten uns jetzt dran vorbeischleichen. Das hätte ich ja noch im Kauf genommen. Jetzt muss ich wirklich losgehen und. Ich das hasse. Jetzt muss ich erstmal einen Laden finden. Warum nicht ist hier irgendwo mal so ein Ding direkt? Bürger von Telem. Come closer. Don't hesitate. Oh, hi. Oh. Welcome to the best holy item shop in San Mateus. Mhm. Kaufen. Also. Holzfällerverkleidung. Bequeme Weste, guck mal hier. Kaufen und ausrüsten. Und der nächste. Goodbye. Oh. May the enlightened always keep you in his door. Auch lustig, dass der Rest vollkommen egal ist, ob Hose oder den Umhang, den sie trägt oder so, aber Hauptsache sie hat eine Weste an. Das mit Kurt lässt mich einfach nicht los. Wir müssen unbedingt das gleich mit dieser Phantomgarde da erledigen. Jetzt dürften wir ja hier durchlaufen, oder?
What haben wir denn hier? Ah, well. This is a very unique place. The smell of stupor and vice reign as its masters. You're not wrong. We should search this place. Das sieht hier aus wie so ein... Oh, for goodness sake. This room reeks of alcohol. And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. Sieht hier aus wie so ein, Raum nach einer Orgie. It seems that someone forgot their earring. Ugh, here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Teleme, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps we missed something. Ja, weitersuchen tun wir auf jeden Fall. Da habe ich aber nichts mehr. Locked. Wir haben ja noch einen Schlüssel. Oh Gott, war das unheimlich. Mhm. Das Geschäftsbuch der Mutter Kardinalin Cornelia. Dieses Geschäftsbuch listet viele Darlehen auf, die von einem Geldverleiher mit dem Namen die Elster vergeben wurden. Für jede Ausgabe gibt es eine entsprechende eingehende Geldsumme, die diese vollständig ausgleicht. Die Summen sind unglaublich hoch. Es wird jedoch nicht erwähnt, woher dieses Geld kommt. Es gibt auch viele wiederkehrende Auszahlungen an einen gewissen Zuckerstange. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? Hmm. And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. Let's ask a few questions. The moneylender is well established. He can be found near the main square. As for this Candy Cane, the name doesn't ring any bells to me, but the moneylender must know more about him. We can also go and gather information at the Coin Tavern. Perhaps the manager knows him. So, jetzt können wir ja hier wieder abhauen. Dann kann ich wieder meine Sachen anziehen. Ich gehe dafür aber mal ein bisschen weiter hier weg. Wo das vielleicht wahrscheinlich nicht nötig wäre, aber trotzdem. Ich mach's mal der Glaubwürdigkeit her. Nee, das ist Dingens. 90, 120, oh. Ja, dann wollen wir mal ein paar Fragen stellen. Wir haben einige Fragen. Frage die Prostituierten. Da muss ich als erstes hin.
Ist natürlich wieder die Frage, wohin? Weil ich schon wieder unfähig bin, mir hier irgendwas in dieser Stadt zu merken. Och, Frau, geh doch mal aus dem Weg hier. Ah, hier. Und da hier ist erstmal ein Wirt. Can I get you anything? I'm here for something else. Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? You sometimes deliver goods to your big clients. Isn't that right? Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And who places these orders? Well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman? Dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. Do you think that the Mother Cardinal may have been here? Are you drunk or something? Hmm. What can you tell me about a certain Candy Cane? Candy Cane? Everyone speaks about him or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. I have to go. I will leave you to your work. Ja. Candy King. Oh ne, jetzt kann ich nicht mehr. Ich dachte gerade so, hä, muss ich nochmal mit ihm reden? Was haben wir denn hier? Good day. Welcome. You here to wager? To fight? Has the Mother Cardinal ever come here to place bets? The Mother Cardinal? And why not Saint Matthias himself while you're at it? War ja nur eine Frage. On what would we be betting? On the fights in the arena. You never heard of them. Quite a few come here and bet fortunes. And do they win? A few do, others have less luck. But they do get the thrill either way, you see. And that's all that counts. I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I could find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. I must be going. Next time, then. Okay, wir haben ja schon was gefunden. Jetzt fragen wir aber trotzdem noch die... A feast for the eyes, ladies and gentlemen. And it's free. Come and see me as soon as you have made your choice. You won't be disappointed. Of that I can assure you. Come on. Ich kann ja gar nicht wählen. Sprich mit dem Adligen. May the Enlightened always keep you in his divine blessing. Good day. Ein Passant ist auch dabei. Hm. Bordell eingebaut, dass man die nutzen kann. So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you. That you will get your money's worth. For you, I'm sure we can make a special arrangement.
Baggert mich hier voll an, habe ich das Gefühl. Intuition, Petrus eingreifen lassen. Oh, bezahlen. Scheiße. Ja, müssen wir bezahlen, komm. Here you are. Thank you, my lady. I'll let you take your pick. Thank you. Have you found anything to your taste? Yes, but I like to take my time. Don't hang around, though. My treasures don't stay unaccompanied for long. Ich, ernsthaft jetzt? Ach ja, ich muss ja irgendeine Dingens und dann, ja, wegen dem Ohrring. Ich kann ja nur eine Frau sein. Look, a new face. Oh, but wouldn't that be... Hello, father. Hello. Hmm. We would like to know if you know who this earring belongs to. Is it maybe yours? Absolutely not. I am careful not to leave my belongings with clients, and I have no desire to answer your questions. That doesn't fall within my services. Very well. Goodbye. Dann halt nicht, dann fragen wir halt die Dame hier. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we are here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why, it's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Well, what do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties. He doesn't dabble in this at all. No, do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. What would you like to know? Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me. But I don't know them. Do you know who organizes these parties? Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else, apart from the clients. You can't even give me a single name? No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman. Who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Do you think that an important person from Teleme could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Ein wenig mehr über sie zu erfahren. Admit it. You must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people. Wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone, once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. Hmm. This woman in the green coat, could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important, then. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone.
I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Na gut, jetzt haben wir aber doch noch einiges erfahren. Irgendwie komme ich hier nicht weg. Achso, die Kissen liegen auf dem Boden. Gut, ich muss mich jetzt aber verabschieden. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.